man Einrichtungen braucht für das Gesundheitswesen, stellt sich immer die Frage, was kann man tun, damit die Menschen gesünder bleiben, dann spart man sich auch entsprechende Einrichtungen, kann man die auch längerfristig finanzieren. Es ist ganz wichtig, dass man vorbeugend im Gesundheitsschutz tätig ist, dass man Gesundheit viel früher zu denken beginnt. Promi-Auflauf für einen guten Zweck. In der Wiener Sezession hat am Dienstag Schauspieldiva Isabella Rossellini den sogenannten Prima Award überreicht, und zwar an die Güssinger Krankenschwester Angela Sokasitz. Mit dem Preis werden Menschen ausgezeichnet, die sich dem Kampf gegen Brustkrebs verschrieben haben.